Manuela hat die ganze Nacht kein Auge zugetan. Am Morgen bestellt Kommissar Franjo Schilling, Anwalt Ralf Vogel und sie aufs Polizeipräsidium. Die kriminaltechnische Untersuchung von Olivers Wagen ist abgeschlossen. Der Beamte hat Manuela zu ihrer Beunruhigung gebeten, eine Zahnbürste ihres Mannes mit auf die Wache zu bringen. Ja, und was haben denn jetzt eigentlich die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben? Ja, Frau Pauli, also es ist nicht schön, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, aber anhand der Spurenlage müssen wir im Moment auch davon ausgehen, dass Ihrem Mann was zugestoßen sein könnte. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, das Auto ist zwar sehr gründlich gereinigt worden, aber dennoch hat die Spurensicherung im Kofferraum Blutspuren gefunden. Und im Moment müssen wir erstmal davon ausgehen, dass das von Ihrem Mann ist. Ich hatte Sie doch gebeten, eine Zahnbürste mitzubringen, wegen DNA-Abgleich. Haben Sie die dabei? Ja. Super. Also das gebe ich jetzt noch ins Labor. Und dann werden wir heute noch wissen, ob die Blutspuren zu Ihrem Mann gehören. Wollen Sie damit sagen, dass er vielleicht tot ist? Zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir noch gar nichts dazu. Wir stehen jetzt, sehen Sie ja, ganz am Anfang. So, und ich würde einfach mal sagen, wir tun jetzt erstmal alles, um Ihren Mann zu finden. Ich verstehe das nicht. Ich meine, angeblich soll er mit einer Frau durchgebrannt sein. Wieso finden Sie jetzt Blutspuren in seinem Wagen? Ich verstehe, dass Sie jetzt eine harte Zeit durchmachen. Aber lassen Sie uns erst den DNA-Test abwarten und dann sehen wir weiter. Okay? Haben Ihre Leute denn auch was anderes gefunden oder war das alles? Nee. Aber was? Hier. Die haben unter der Fußmatte. Haben Sie hier so einen Zigarettenstummel gefunden? Raucht denn Ihr Mann hier so Filterzigaretten, Marke Wild? Mein Mann ist nicht Raucher, schon immer gewesen. Sagten Sie Wildfilter? Wildfilter, ja, ist eher selten. Sagen Sie mal, Frau Pauli, waren wir auch immer im Haferkamp? Hattet ihr nicht hier eine Packung Zigaretten von genau dieser Marke auf dem Tisch liegen? Die Marke weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich weiß, dass er geraucht hat, aber darauf habe ich nicht geachtet. Ich bin mir aber sehr sicher. Wer ist denn jetzt Daniel Haferkamp? Das ist ein ehemaliger Angestellter von Herrn Pauli. Und zudem hat er sich noch kurz vor seinem Verschwinden mit ihm heftig gestritten, weil Herr Pauli ihn entlassen hat. Ja, dann sollten wir den jetzt einfach mal besuchen gehen, den Herrn Haferkamp. Was halten Sie davon, wenn Ihre Kollegen mal diese Waschstraße oder diese Tankstelle unter die Lupe nehmen, die in der Nähe von dem abgestellten Auto ist? Vielleicht ist ja das Fahrzeug dort gewaschen worden. Und viele Tankstellen haben ja eine Videoüberwachung. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich werde den Kollegen gleich Bescheid geben. Also ich werde jetzt mal Ihre Zahnbürste weitergeben. Super. Und dann können wir dann direkt losfahren. Wir fahren aber zuerst zu dem Daniel Haferkamp. Ja, klasse. Normalerweise habe ich eigentlich eine recht gute Menschenkenntnis. Und dieser Daniel Haferkamp hat auf mich recht ehrlich gewirkt. Wenn er nun wirklich was mit diesem Verschwinden von Herrn Pauli zu tun hat oder ihm was angetan hat, dann würde mich das hier schon sehr überraschen. Während Manuela mit ihrem Anwalt und der Polizei zu dem dringend tatverdächtigen Daniel Haferkamp aufbricht, machen Jogger in Berlin-Pankow eine furchtbare Entdeckung. Hey, warte, ich muss mal kurz, ja? Ey, Alter, komm mal schnell her. Komm, lass mal weiterlaufen. Nein, komm jetzt, komm mal schnell, da ist irgendwas. Scheiße, Alter, scheiße. Oh. Das ist doch eine Hand, oder? Du hast recht. Ist noch ein bisschen warm. Wir müssen ausgraben. Hallo? Können Sie mich hören? Alter, nein. Was geht? Ist nicht noch? Keine Ahnung. Hallo? Mann, was ist denn? Kannst du mal. Es ist kein Puls, ich mal. Ich spüre nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch atmet. Ruf mal Notarzt. Ich versuche inzwischen Herzmassage. Scheiße. Ja, hallo? Hallo, hier spricht Björn Walzer. Ich habe gerade mit meinem Kumpel einen Mann im Wald gefunden. Er ist in der Erde verbuddelt. Wir brauchen einen Notarzt. In Berlin wird der Familienvater Oliver Pauli seit mittlerweile 3 Tagen vermisst. Ein Zigarettenstummel bringt Anwalt Ralf Vogel auf die Spur von Daniel Haferkamp, den der Jurist nun gemeinsam mit Olivers Frau Manuela und Kommissar Franjo Schilling in die Mangel nehmen will. Was kann ich für Sie tun? Sehen Sie, Kommissar, Zigaretten der Marke Wildfilter, wie ich gesagt habe. Deshalb wollen Sie mich jetzt mitnehmen, oder wie? Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Naja, der ehemalige Chef von Ihrem Mann, der ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden. Ja, und wir gehen mittlerweile davon aus, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Wie bitte?
Das ist ja furchtbar. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe. Nicht viel, Herr Haferkamp. Wir wollen nur die Wahrheit. Es ist doch richtig, dass Sie Zigaretten der Marke Wildfilter rauchen, oder? Ja, ein Zigarettenstummel von genau dieser Zigarettenmarke ist in dem Auto von Oliver Pauli gefunden worden. Das ist kein Zufall. Was wollen Sie jetzt von mir? Naja, Herr Haferkamp, Sie sind dringend tatverdächtig, damit was zu tun zu haben. Deswegen wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie mit dem Herrn Oliver Pauli die letzten Tage unterwegs waren in seinem Auto. Sie glauben jetzt nicht wirklich, dass ich was mit Oliver Paulis Verschwinden? Jetzt hör doch auf, um heißen Brei zu reden. Wir werden die Zigarette untersuchen lassen, DNA-technisch. Und werden herausfinden, dass Sie sie geraucht haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Da sparen Sie uns die Zeit und die Mühe und geben zu, dass Sie es waren und sagen uns endlich, was Sie mit Herrn Oliver Pauli gemacht haben. Das ist doch Wahnsinn. Ja, okay, ich war bei Oliver Pauli im Auto und ich habe auch eine Zigarette geraucht. Wir haben uns im Café getroffen und dann wollte ich Jessica, meine Frau, vom Bahnhof abholen. Und dann hat er mich zum Bahnhof gefahren, ist wieder eingestiegen und weggefahren. Und das war das letzte Mal, an dem ich Ihren Mann lebendig gesehen habe. Sie lügen doch, ich glaube Ihnen kein Wort. Mein Mann sagt die Wahrheit. Ich bin doch selbst dabei gewesen, als er aus dem Auto von Herrn Pauli gestiegen ist. Ich war das nicht. Es kommen Sie jetzt. Entschuldigung, ich telefoniere gerade. Ja. Und ihr seid sicher, das passt auf die Beschreibung, ja? Okay, welches Krankenhaus? Gut, wir sind auf dem Weg. Was ist? Ja, also eine Person, die jetzt auf die Beschreibung von ihrem Mann passt, ist bewusstlos gefunden worden. Mittlerweile ist die Person im Krankenhaus, allerdings hat sie keine Papiere dabei, also keine Ausweise und gar nichts. Deswegen müssen wir da gleich hin, genau. Komm, wir können drauf Audi. Wiederschauen. Ja. Und Sie beide stehen uns weiterhin zur Verfügung und verlassen nicht die Stadt. Haben wir uns verstanden? Manuela Pauli hofft, dass das Bangen um ihren Mann Oliver endlich ein Ende hat. Gemeinsam mit Anwalt Ralf Vogel und Kriminalkommissar Franjo Schilling hat sich die 41-Jährige auf den Weg in ein Berliner Krankenhaus gemacht. Nach 3 Tagen der Ungewissheit ist hier ein Unbekannter eingeliefert worden, der von Professor Dr. Lyudmila Petrova medizinisch versorgt wird. Guten Tag. Hallo. Ja, Herr Vogel, das ist mein Mann. Oh mein Gott, das ist Oliver. Guten Tag, mein Name ist Rechtsanwalt Vogel. Ich bin der Rechtsanwalt von der Ehefrau und das ist Herr Hauptkommissar Schilling. Ah. Angenehm. Geht's meinem Mann gut? Schläft er? Ja, er schläft. Wir haben ihm ein Beruhigungsmittel gegeben, damit er schlafen und sich erholen kann. Hat er denn gesagt, was ihm passiert ist? Seit seiner Einlieferung ist er noch nicht ansprechbar gewesen. Aber er muss lang dort im Wald gelegen haben. Er hat eine Kopfverletzung, die von einem Sturz oder einem Schlag verursacht sein könnte. Außerdem ist er stark unterkühlt, dehydriert und extrem geschwächt. Ist ein Wunder, dass er das überlebt hat. Er ist doch nicht mehr in Lebensgefahr, oder? Nee, da brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Er wird wieder gesund. Gut. So, falls Sie keine anderen Fragen haben, er ist jetzt versorgt und braucht seine Ruhe. Noch ein paar Minuten dürfen Sie bleiben, aber dann bitte weg. Ja? Okay. Dankeschön. Danke. Wir überprüfen mal das Alibi von diesem Daniel Haferkamp und vor allen Dingen die Aussage von seiner Frau. Das müssten wir abgleichen können mit den Kameras vom Bahnhof. Allerdings, wenn sich das bewahrheitet, dann ist er als Täter erstmal raus. Gut, dann müssen wir darüber nachdenken, wer es sein könnte. Frau Pauli, ich schlage vor, Sie bleiben im Krankenhaus und kümmern sich um Ihren Mann. Das ist erstmal wichtiger. Ich fahre mit dem Kommissar zum Fundort in den Wald. Und vielleicht können wir irgendwelche neuen Erkenntnisse über den Täter gewinnen. Und sobald ich was weiß, rufe ich Sie an. Also mach keine Sorgen, Sie werden von mir immer informiert. Ja? Alles gut. Klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich bin einfach so überglücklich, dass Oliver lebt. Aber wer kann bitte so grausam sein, einen Menschen lebendig im Wald zu begraben? Das muss doch ein Irrer gewesen sein. Ich hoffe, dass die Polizei diesen Verrückten bald findet. I've been there too. Eine halbe Stunde später erreichen Rechtsanwalt Ralf Vogel und Kommissar Franjo Schilling das Waldstück, in dem Oliver lebendig begraben wurde. Polizist Guido Knapp und die Kollegen von der Spurensicherung arbeiten auf Hochtouren, um den Täter so schnell wie möglich zu fassen. Der Anwalt hat unterdessen Personenschutz für Oliver erwirkt. Tag, Herr Kollege. Hallo. 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 Grüß Sie. Ja.
Habt ihr schon irgendwas, was auf den Täter hinführt? Ja, gerade eben hier, den Knopf. Und wisst ihr, ob er hier niedergeschlagen wurde oder woanders? Momentan können wir dazu noch gar nichts sagen. Also wir wissen nur, dass er eben hier vergraben wurde. Ja. Und hätte die Hand nicht draußen gesteckt, hätte man ihn noch niemals gefunden. Ach du Scheiße. Aber Kampfspuren? Nee, also auf dem Waldboden gestaltet sich das ziemlich schwierig. Okay. Müssen wir mal gucken, ob er da noch, oder ob die Kollegen noch was finden. Aber ich habe eine heiße Spur. Und die wäre? Kommt mal mit. Okay. Ah, ich sehe schon. Aha. Hier, eine Reifenspur, vermutlich von dem Auto des Täters. Haben die Kollegen schon mit Gips ausgegossen. Mhm. Okay. Aber es könnte natürlich auch vom Auto des Opfers sein. Was wäre denn, wenn dieser Oliver Pauli ganz woanders niedergeschlagen worden wäre, dann in seinem eigenen Kofferraum hier rüber transportiert wurde? Das würde nämlich auch die Blutspuren erklären. Ja. Und dann hier verbuddelt wurde. Das würde auch erklären, warum der Wagen so tipptopp gereinigt war. Die Täter wollten wahrscheinlich die Spuren der Tat beseitigen. Genau. Aber könnt ihr mir einen Gefallen tun, wenn ihr das jetzt, wenn das nachher trocken ist, vergleicht das auch mal mit den Spuren von dem Opferfahrzeug. Ja? Alles klar. Haben denn Ihre Kollegen schon herausgefunden, ob das Fahrzeug an der Tankstelle dort gereinigt worden ist, in Nähe vom Fundort? Oh, guter Tipp. Warte mal. Ich will mal ein bisschen Druck machen hier. Gleich, danke. Ja, Franjo hier. Habt ihr jetzt was rausgefunden wegen der Sache Pauli? Mit der Reinigung von dem Fahrzeug oder so an der Tankstelle? Ach ja, gut. Ich komme mit den Kollegen jetzt gleich vorbei, ja? Gut, danke, ciao, ciao. Und? Also, Sie hatten recht. Ja, es gibt tatsächlich eine Überwachungskamera, die zeigt das Fahrzeug und die zeigt auch die Person, aha, die das Auto gereinigt hat. Jetzt machen Sie bitte eins, rufen Sie mal Frau Pauli an, mhm, und sagen die, sie soll auch da hinkommen. Vielleicht kennt ihr die Person. Gut, mach ich. Ja? Wir fahren gleich hin, ja? Und wir fahren bitte alle zusammen hin. Super. Alles klar. Okay, weil ich muss nachher wieder zurück auf die Wache. Ja. Mhm. Danke. Wir sind doch hier soweit durch. Ich bin sicher, dass der oder die Täter, die Herrn Pauli hier lebendig begraben haben, das Fahrzeug an der Tankstelle gereinigt haben, um die Spuren der Tat zu beseitigen. Aber an eins haben die Täter nicht gedacht, nämlich dass in der Regel Tankstellen videoüberwacht werden. Also kann ich nur hoffen, dass Frau Pauli die Täter auf dem Band erkennt. Eine Dreiviertelstunde später trifft Manuela an der Tankstelle ein. Anwalt Ralf Vogel hat die Videoaufnahmen der Überwachungskamera bereits gemeinsam mit den Kollegen der Polizei überprüft. Herr Vogel? Ach, Frau Pauli. Ja, kommen Sie her. Schauen Sie mal, die Beamten, die haben also die Videokamera gesichtet und auf den Aufnahmen ist tatsächlich auch hier die Waschanlage zu sehen. Und ist der Wagen meines Mannes zu sehen? Ja, und leider ein bisschen unscharf, auch die Person, die den Wagen in die Waschanlage gefahren hat, vermutlich um die Spuren der Tat zu beseitigen. Und wer war's? Wir hatten gehofft, dass Sie uns das sagen können. Das ist nämlich eine Frau. Wollen Sie mal sehen? Ja klar, zeigen Sie mal her. Kannst du mal? Ich erkenne es auch, das ist viel zu dunkel. Ja, gleich. Das glaube ich ja jetzt nicht. Sie kennen die Person? Das ist Sandy First, aber was hat die denn mit dem Wagen meines Mannes zu tun? Woher kennen Sie die Frau? Könnte das die Frau sein, wegen der Mann sie verlassen möchte? Wegen Sandy? Sandy hat ein Nagelstudio. Meine Schwägerin und ich, wir sind seit über einem Jahr bei ihr im Nagelstudio. Aber ich wüsste nicht mal, dass sie meinen Mann überhaupt kennt. Aber wieso fährt Frau Förster den Wagen ihres Mannes? Das frage ich mich allerdings auch. Und ich meine, wie soll Sandy meinen Mann zusammengeschlagen haben und im Wald vergraben haben? Das ist doch total absurd. Da stimme ich Ihnen zu. Also diese zierliche Person, die hätte niemals alleine ihren Mann in den Wagen hieven können. Vielleicht hat sie einen Komplizen. Aber wen? Und warum überhaupt? Ja, das wird sie uns am besten selbst sagen können. Ich schlage vor, wir besuchen die Dame mal. Mein Handy, Entschuldigung. Ja, Pauli? Ja, was ist mit meinem Mann? Okay, ja, danke, ich komme sofort zu ihm. Ja, danke, tschüss. Was passiert? Er ist wieder bei Bewusstsein. Dann fahren wir zuerst mal zu ihm. Vielleicht kann er ja sagen, wer es war. Okay, packst du ein? Show me your soul, I gotta know. Kann der schwer verletzte Oliver tatsächlich Licht ins Dunkel bringen? Als Manuela mit Anwalt Ralf Vogel und Kommissar Franjo Schilling das Krankenhaus erreicht, wacht Olivers Bruder Kai bereits an seinem Bett. Hallo Kai. Oh, hey Schatz. Oh, ich bin so froh, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Hey, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Also, ich bin noch etwas schlapp, aber es geht schon langsam. Wer sind denn die Männer da? Das ist Rechtsanwalt Ralf Vogel und das ist Kommissar Franjo Schilling. Guten Tag.
Das freut mich ja, Pauli, dass es schon wieder ein bisschen besser geht. Pauli, das wird jetzt vielleicht gleich ein bisschen viel für Sie sein, aber wir brauchen dringend ein paar Antworten von Ihnen, um das Ganze schnell aufzuklären. Können Sie uns denn genau sagen, was hier eigentlich passiert ist? Also das hat mich mein Bruder auch schon gefragt, aber ich kann mich beim besten Willen an nichts mehr erinnern. Die Ärzte meinte, dass es durch einen Sturz oder einen Schlag, dass ich einen Teil meines Gedächtnisses verloren habe. Weiter weiß ich nicht. Wo genau endet denn Ihre Erinnerung? Also ich weiß, dass ich mich mit dem ehemaligen Mitarbeiter Daniel Haferkamp in einem Café getroffen habe, aber dann wird alles schwarz. Hat denn die Ärztin was dazu gesagt, wann Ihre Erinnerung wiederkommen könnte? Also sie meint, ich habe gute Chancen, dass ich mich wieder an alles erinnere, aber wann oder wie lange das dauert, konnte sie mir natürlich auch nicht sagen. Herr Pauli, sagt Ihnen der Name Sandy Förster irgendetwas? Sandy Förster, hast du nicht? Sag mal, ist das nicht die Frau aus dem Nagelstudio, wo du mit Jutta immer hingegangen bist? Ja, genau, die Sandy. Kennen Sie die näher? Nee, also nur durch, persönlich gar nicht, nur durch die Gespräche mit meiner Frau. Wieso? Naja, die Tankstelle, die Überwachungskamera der Tankstelle, wo ihr Fahrzeug gereinigt wurde. Da haben wir genau darauf gesehen, dass Sandy Förster ihr Fahrzeug gefahren hat. Können Sie sich irgendwie vorstellen, wie sie an den Schlüssel gekommen ist? Also von ihr bestimmt nicht. Sorry, dass ich jetzt unterbrechen muss, aber ich habe noch einen wichtigen Termin. Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Ja, bitte schon. Olli, wir sehen uns, ja. Ich komme morgen vorbei. Ja, danke dir, ja? Ja, bis morgen. Ja, dann wird uns das. Also, und wie ist jetzt dieser Sandy Förster an mein Auto gegangen? Also, ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Ja, ich denke mal, das wird sie uns nur selbst sagen können. Da sollten wir jetzt als nächstes hinfahren. Also, ich wünsche noch gute Besserung. Wir fahren los, Herr Kommissar. Ne? Ja? Gut. Ich würde gerne mitkommen zu Sandy Förster. Ich würde gerne von ihr persönlich hören, was sie dazu zu sagen hat. Geht okay, das? Von mir aus. Ist das okay, Schatz, wenn ich dich jetzt ein bisschen allein lasse? Ruh dich ein bisschen aus, ja? Okay, danke. Komm mit, Frau Pauli. Dann gute Besserung, ja? Ja, danke schön. Bis nachher. Wenn Herr Pauli tatsächlich eine Affäre mit Frau Förster hat, dann muss ich sagen, lügt er ziemlich gut. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Frau Förster uns eine ganz andere Geschichte erzählen wird. In Berlin wollen Manuela Pauli, ihr Anwalt Ralf Vogel und Kriminalkommissar Franjo Schilling herausfinden, wer Manuelas Mann Oliver umbringen wollte. Da sich der Familienvater an die Tat nicht erinnern kann, liegen nun alle Hoffnungen, das Verbrechen aufzuklären, auf der Nageldesignerin Sandy Förster. Ist das nicht ihr Schwager und Sandy Förster? Ich glaub's ja nicht. So, die beiden zusammen. Ey, Kai, was machst du denn da? Oh, hey! Lass mich nicht durch die fahren! Ey, sie haben nichts getan? Von wegen? Sie haben gemeinsam mit Sandy Förster Oliver Pauli niedergeschlagen und dann mit seinem Fahrzeug in den Wald verbracht, um ihn dort lebendig zu vergraben. Und Sie sagen, sie haben nichts getan? Stimmt das jetzt? Antwort endlich, Kai! Herr Pauli. Wir haben die Aufnahmen von der Tankstelle. Wir haben genau gesehen, wie sie das Auto gereinigt hat. Wir wissen sowieso alles. Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie jetzt schweigen. Machen Sie reinen Tisch, sagen Sie, was los ist. Das gleiche gilt für Sie, Frau Förster. Wenn Sie jetzt reden, können wir das noch strafmildernd berücksichtigen. Aber wenn Sie jetzt schweigen, bringt Ihnen das gar nichts. Und spätestens, wenn Oliver Pauli sich an alles erinnert, dann kommt doch sowieso alles raus. Ich habe doch nur den Wagen gereinigt, weil Kai mich darum gebeten hatte. Danach habe ich ihn sofort abgestellt. Ich wusste doch nicht, was Kai fabriziert hat. Mir kam auch erst alles komisch vor, als er mir das Handy gegeben hat und ich davon diese SMS verschicken sollte. Ja, und da sind Sie nicht auf die Idee gekommen, die Polizei anzurufen oder so? Nein, natürlich nicht. Ich wusste ja nicht, was los war. Ich hatte ihn auch immer gefragt, was das alles zu bedeuten hat. Du sagst mir die ganze Zeit, dass es um einen Scherz mit deinem Bruder geht. Erst jetzt wird mir gerade klar, warum du die ganze Zeit nicht die Wahrheit gesagt hast. Und was du mich hier reingezogen hast. Jetzt rede endlich, du mieses Arschloch. Warum zum Teufel wolltest du Oliver umbringen? Oliver hat uns vor 2 Wochen im Café gesehen, in der Stadt. Und dann hat er mich drauf angesprochen, mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Und hat gesagt, entweder redest du mit Jutta oder ich mach das. Und dann haben wir uns gestritten. Und deswegen wolltest du deinen eigenen Bruder umbringen? Nein, so war das nicht. Wir haben uns gestritten, ich habe ihn geschubst und dann ist er gegen die Tischkante gefallen. Aber deswegen vergräbt man doch nicht jemanden lebendig im Wald, sondern ruft den Notarzt ab, Pauli. Ich hab gedacht, er ist tot. Ich hatte richtig Panik bekommen. Er hat doch nicht mehr geatmet. Was sollte ich denn machen? Ich wusste ja nicht, dass er noch lebt. Manuela, bitte, es tut mir echt leid. Du musst mir verzeihen. Glaub mir. Verzeih mal, hast du sie noch alle? Die ganze Zeit versuchst du mir weiszumachen, dass mein eigener Mann mich betrügt. Und dabei betrügst und belügst du hier jeden. Ey, nur um deinen eigenen Arsch zu retten. Weißt du, du hast meinen Mann fast umgebracht. Ich werde dir niemals verzeihen, Kai. Niemals. Ganz ruhig, Frau Pauli.
Sie haben noch genug Zeit, darüber nachzudenken, was Sie getan haben. Denn was Sie gemacht haben, ist an Dreistigkeit, ja, durch kaum zu überbieten. Für Sie kommen keine mildernden Umstände in Betracht. Sie haben hier nur versucht, eine Affäre zu konstruieren, indem Sie eine Rechnung von einem Hotel in die Jacke von Herrn Pauli gesteckt haben. Ich denke, Sie sind fertig. Gut, Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie mit. Fine light in the beautiful sea. Einen Monat später ist Oliver aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 39-Jährige ist völlig genesen und hat sein Gedächtnis wiedergefunden. Heute wollen die Paulis Alinas Geburtstagsfeier nachholen. Mit Kai will die Familie nach den Geschehnissen der letzten Wochen jedoch nichts mehr zu tun haben. Oh, siehst du, da kommst du. Da seid ihr endlich. Wir haben schon alles. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, ja? Aber dafür haben wir dir was mitgebracht. Oder willst du dieses Jahr kein Geschenk? Natürlich, ich liebe Geschenke. Happy Birthday nachträglich, meine Kleine. Dankeschön. So, aber jetzt hier erstmal die Kerzen. So. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Alina. Happy Birthday to you. Vergiss nicht, dir was zu wünschen. Wow, oh, sehr schön. Gut, aber jetzt will ich das Geschenk auspacken. Ja, mach mal. Wir sind sehr gespannt, ob es dir gefällt. Ja. Plastikauto? Mhm. Mann, guck mal in den Umschlag rein. Ein Gutschein für den Führerschein. Und, freust du dich? Na klar, danke. Aber denk dran, ne? Der reicht nur für eine Prüfung, also dann halt. Ja, das schafft sie schon. Ach klar. Dankeschön, gerne. So, nun lasst uns mal essen. Ich habe extra schöne Muffins gebacken. Komm, setzt euch. Danke. Wollt ihr Kaffee? Ja, bitte. Sehr gerne. Ich bin so glücklich, dass Oliver lebendig und wieder ganz gesund ist und keine bleibenden Schäden durch den Sturz zurückbehalten hat. Wirklich, ein Leben ohne ihn wäre für mich absolut unvorstellbar gewesen. Ich bin so froh, dass Manu und Olli jetzt alles heil überstanden haben und Olli vor allen Dingen heil aus der Geschichte raus ist. Naja, von Kai habe ich mich jetzt getrennt und ich bin so froh, dass ich noch zu dieser Familie gehöre. Kai Pauli ist wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Er ist mittlerweile aus Berlin weggezogen. Die Familie hat die Vergangenheit hinter sich gelassen und den Kontakt zu Kai völlig abgebrochen, um in eine positive Zukunft zu starten.